Hi, da bin ich wieder. Du hast dich sicherlich gefragt, wo denn der Rayan den ganzen letzten Monat geblieben ist. Warum kein Video released? Was soll das? Wo steckt der Typ? Und kommen jetzt keine Videos mehr oder was? Also zuallererst möchte ich mich bei dir entschuldigen, dass ich hier niemanden aufgeklärt habe und einfach wie vom Erdboden verschluckt kein Video mehr released habe. Und das hat Gründe, die ich dir hier erklären werde. Dieses Video hier wird mein erstes Real Talk Video sein. Bedeutet, ich möchte jetzt hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was es mit mir als Person auf sich hat, was überhaupt so die letzten Monate, vor allen Dingen das letzte Jahr bei mir passiert ist. Da möchte ich dir gerne Einblicke gewähren, damit das hier ein bisschen persönlicher wird und du noch mal ein bisschen besser verstehst, was es denn mit dem Rayan so im Allgemeinen auf sich hat. Okay? Der letzte Monat ist bei mir eine ganze Menge passiert. Sehr, sehr viel. Du sicherlich erinnerst du dich, wenn du alle meine Videos verfolgt hast, habe ich ja des Öfteren anklingen lassen, dass ich jetzt diesen Real Talk November releasen möchte und dann vieles erklären werde, was denn so bei mir alles abgegangen ist. Und genau das werde ich jetzt hier tun. Ich habe eine große Entscheidung getroffen, also zumindest für mich ist das eine große Entscheidung. Ich weiß nicht, vielleicht ist das für dich keine so große Entscheidung. Für mich ist es das definitiv. Von welcher Entscheidung ich rede, werde ich dir gleich erklären. Bei mir ist es so, dass das letzte Jahr sehr, sehr intensiv war. Das letzte Jahr war sehr ereignisreich. Um genau zu sein, ich habe nicht so richtig oder bis jetzt noch gar nicht wirklich erklärt, wo ich eigentlich herkomme, beziehungsweise doch, ich habe hier dieses Kennenlernen-Erstberatungsgespräch-Video released und dort erläutert und erklärt, dass ich ja eigentlich ursprünglich Maschinenbauingenieur bin und dort auch als Leiter im Qualitätsmanagement längere Zeit gearbeitet habe und dann quasi den Job an den Nagel gehangen habe. Und genau dem ist auch so gewesen. Also vor circa einem Jahr, das war so 2022, November, zum 1. November, habe ich gekündigt. Das war für mich ein großer Schritt gewesen, weil du musst dir vorstellen, ja, ich bin zwar Wassermann und diese Wassermann-Energie hat wahrscheinlich jetzt auch damit zu tun, dass ich auf einmal so plötzlich wie vom Erdboden verschluckt bin, ohne Ankündigung, einfach keine Videos mehr released habe. Das ist tatsächlich so eine Hauptcharakteristika bei mir, dass ich hier und da, aber ungewollt, irgendwie mal schocke und irgendwie ja so Aktionen durchziehe, wo die Leute sehr überrascht sind. Was haut denn der Rayan jetzt schon wieder aus? aber irgendwie vielleicht auch unterhaltsam. Ich hoffe, dass ich hier niemanden auf den Schlips getreten habe bis jetzt. Auf jeden Fall war es so, dass ich vor einem Jahr meinen Job gekündigt habe. Das war für mich eine große Aktion, weil, wie gesagt, ich bin zwar sehr Wassermann geprägt, aber mein Mond ist im Stier. Das macht mich sehr geerdet und das sorgt dafür, dass mir Sicherheit sehr wichtig ist. Materielle Sicherheit. Ne? Dass ich mag auch gerne die luxuriösen Annehmlichkeiten des Lebens und genieße auch sehr gerne. Und dadurch, dass ich aber, wie gesagt, der Mond im Stier sich befindet bei mir und meine Sonne in Wassermann und dann nicht nur in Wassermann, sondern auch noch im 10. Haus und berührt sogar die Medium zur Eli-Spitze, das heißt sehr stark 10. Haus, irgendwo auch sehr Steinbock-saturnisch geprägt, weil das impliziert das. Bedeutet, dass das multipliziert und potenziert nochmal jetzt die Wassermann-Eigenschaften, okay? Und das im Spannungsquadrat zu meinem Mond ist sehr, sehr anstrengend, weißt du? Du musst dir vorstellen, mein Mond möchte Sicherheit und meine Sonne will Freiheit. Und dreimal darfst du raten, was für eine Spannung das aufbringt, ja? Und was für eine innerliche Zerrissenheit ich des Öfteren habe. Ist nicht einfach, ne? Man kann halt nicht so einfach beides haben. Beziehungsweise ich versuche irgendwie beides unter den Hut zu bekommen. Es gelingt mir auch immer besser, aber wirklich nicht einfach. Okay, also das bedeutet, der Stiermond hat eben die Sicherheit gebraucht und für mich war das ein sehr, sehr großer Schritt, meinen Job zu kündigen, okay? Viele Bekannte von mir haben mich gefragt, bist du dir sicher, Rayan? Das ist ein super Job, du kannst danach super Karriere machen, du hast voll die Anfragen, das ist bei dir eigentlich ein Wunschkonzert jetzt.
Bist du dir sicher, dass du all das jetzt an den Nagel hängen möchtest? Das ist recht riskant, was du jetzt hier vorhast. Ne? Das hat mich natürlich auch verunsichert. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich nicht anders konnte. Also du musst dir vorstellen, ich war längere Zeit als Maschinenbauingenieur tätig und habe die Leitung im Qualitätsmanagement gehabt mit einigen Mitarbeitern und war eben auch Assistent der Geschäftsführung und das im industriellen wirtschaftlichen Zweig. Und da herrscht ein recht rauer Ton, ist recht hart, aber ich kam da irgendwie gut zurecht. Trotzdem habe ich gemerkt, dass ich sukzessive immer müder wurde und ich gemerkt habe, dass ich immer trauriger wurde und dass meine Seele immer leiser wurde. Diese innere Stimme, welches dein höheres Selbst darstellt. Wir haben zwei innere Stimmen. Ja? Das eine ist das Ego, was ohne Punkt und Komma brabbelt. Und dann haben wir einmal das höhere Selbst. Und das höhere Selbst ist ganz leise. Das heißt, du musst in die Ruhe gehen, ja? Um wirklich diese innere Stimme zu vernehmen. Und ich habe gemerkt, dass diese innere Stimme, dieses höhere Selbst immer leiser wurde. Und ich habe auch gemerkt, wie in meinem Umfeld, auch in meinem Arbeitsumfeld, die Leute einfach irgendwie einem alltäglichen Trott nachgehen, eigentlich recht unglücklich sind mit dem, was sie da tun und so langsam ihnen immer mehr den Saft aus den Adern gezogen wird. Also diesen Lebenssaft, ja, diese Euphorie, diesen Enthusiasmus, dieses Lebensbejahende, ja, und irgendwie immer dasselbe und jeden Tag, wobei da, wo ich war, da war jeder Tag ein anderer. Das war jeden Tag recht actionreich und hat auf jeden Fall mich an meine Grenzen gebracht, definitiv. Also ich bin auch sehr dankbar dafür, ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Nichtsdestotrotz habe ich einfach gemerkt, dass das wirklich sehr, sehr, sehr hart war und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, ich muss hier was ändern. Das ist gefährlich. Das ist so ein bisschen damit zu vergleichen, wie der Frosch im langsam heißer werdenden Kochtopf. Kennst du diese Analogie? Das ist wirklich so, wenn du einen Frosch nimmst und in einen Wassertopf schmeißt, ja, und so langsam, so Grad um Grad den Topf erhitzt, fühlt der Frosch sich immer besser, irgendwie es wird immer wärmer, lauwarm, wärmer, heißer. Irgendwann ist der Topf am Kochen. Und irgendwann ist der Frosch tot, weil er nicht gemerkt hat, dass es immer heißer, immer heißer, immer heißer, immer heißer. Aber immer so einen halben Grad oder ein Hundertstel Grad, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, so ganz langsam. Und ehe man sich's versieht, ist der Tod Froschschenkelsalat geworden. Ne? Und ich habe das ähnlich gespürt bei mir. Ich habe gemerkt, so, oh, das ist gefährlich. Das ist quasi so, das ist irgendwie sehr schleichend, ein sehr, sehr schleichender Prozess. Wenn du dich in einem solch ähnlichen Prozess befindest, kann ich dir nur empfehlen, wirklich sei sehr aufmerksam und sei gut zu dir selbst und zu deiner Seele und zu deiner internen emotionalen Welt. Weil bei mir habe ich gemerkt, dass ich so langsam, dass wirklich meine Seele so langsam immer leiser wurde, immer leiser, und ich mich so langsam davon distanziert habe. Und ich habe gemerkt, so wow, ich kann das nicht mehr bewerkstelligen. Nein, Entschuldigung, ich wollte das nicht mehr bewerkstelligen. Weil du musst dir vorstellen, ich habe gearbeitet und nach Feierabend habe ich weitergearbeitet. Ne? Also so bei mir, mein Tagesablauf war so, aufstehen, trainieren, arbeiten, nach Hause gehen, weiterarbeiten. Ne? So, das ist so ein bisschen schon was härter gewesen. Ne? Und du musst dir vorstellen, ich habe ja parallel dazu auch weiter astrologische Beratungen gegeben. Ja? Das war quasi Job und Job. Ja? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann das nicht mehr, ich kriege das nicht mehr hin. Das ist einfach zu viel. Und habe dann die Entscheidung getroffen, das war's. Und ich muss was ändern und habe dann, ich glaube, seit wann bin ich auf YouTube? Seit circa 2 Jahren. Viele in meinem Umfeld haben zu mir gesagt, Mensch, du musst YouTube machen, mach doch Videos, du erklärst das immer so gut und du hast es irgendwie drauf. Und ich glaube, dass die Allgemeinheit davon, von deinem Wissen partizipieren könnte. Und da habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich, warum nicht? Starte ich. Und habe dann tatsächlich angefangen mit den YouTube-Videos. Und eines möchte ich dir sagen. Auch wenn es für dich so rüberkommt, als wenn ich das ganz locker vom Hocker hier irgendwie ganz entspannt hier visualisiere. Nee, das war echt nicht entspannt für mich. Also du musst dir vorstellen, ich habe begonnen mit Videos, also aufzunehmen, wie ich jetzt auch dieses Video hier aufnehme. Und du musst dir vorstellen,
Das war so grottenschlecht. Also ich habe mich so geschämt für meine ersten Aufnahmen. Ich meinte, oh mein Gott, das kannst du niemals releasen. So. Also ich würde sagen, ich habe so die ersten 100 Stunden für den Mülleimer. Also ich hab die ersten 100 Stunden für den Mülleimer produziert. Ja, ich habe gedacht, ey, das geht auf keinen Fall. Das kann ich niemals so releasen. Und habe ich irgendwie Angst bekommen, ne? Und irgendwie gemerkt, oh Mann, also wie soll das denn weitergehen? Aber da kommt mein Stiermond ins Spiel, der dann sehr dickköpfig und verbissen sein kann. Und wenn er sich dann für etwas entschieden hat, dann fährt er auf Schienen. Und bei mir ist das tatsächlich der Fall. Nur das Problem könnte sein, wenn du jetzt eine falsche Entscheidung getroffen hast, was bei mir leider in der Vergangenheit ein paar Mal der Fall gewesen ist, dann fährst du eben auf falschen Schienen schnurstracks in eine Sackgasse. Naja, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass ich für mich gedacht habe, so ey, ich finde das ganz interessant, weißt du, weil eigentlich hat mich auch hier wieder der Schmerz in die Astrologie gebracht, weil ich gemerkt habe, dass der Job mich nicht mehr erfüllt hat und ich immer mehr gehasst habe, was ich da getan habe und realisiert habe, ey, willst du jetzt wirklich das weitermachen? Ja gut, das ist gutes Geld, du verdienst viel, hast viel Verantwortung, hast Ansehen, die Leute schauen zu dir auf und so weiter, haben Respekt vor dir, dein Ego wird permanent gestreichelt, aber glücklich hat mich das nicht gemacht. Und dieser Schmerz, diese Leere, die sich in mir immer mehr breit gemacht hat, hat mich quasi dazu gezwungen zu sagen, okay, Ryan, pass auf, wir müssen hier raus. Ich muss es irgendwie schaffen, aus diesem Hamsterrad rauszukommen, weil es sich tatsächlich so wie ein Hamsterrad angefühlt hat. Und habe dann eben diese Videos released, welche meiner Meinung nach immer noch wirklich nicht gut sind. Also warum sage ich das denn? Ich sage das, ich bin eigentlich nicht gut darin. Ne? Auch das jetzt, was ich hier tue, das ist wirklich, also ich bin eigentlich auch immer noch nicht zufrieden. Ich bin, würde ich sagen, mein eigener heftigster Kritiker. Also auch jetzt, wenn ich zurückblicke und meine Videos anschaue, meine ersten Videos, habe ich so viele Kritikpunkte, die ich anführe, weil ich habe auch hier recht perfektionistische Züge. Ich habe auch recht Jungfrau geprägte astrologische Eigenschaften, die dafür verantwortlich sind, dass ich hier, ich hätte es gerne sehr genau, richtig, korrekt und habe auch so ein gewisses Perfektionsstreben. Ne? Ist auch schwierig für mich gewesen in der Vergangenheit. Und immer noch hier und da, dieses Perfektionsstreben ist halt sehr anstrengend. Und habe dann einfach gemerkt, so ey, hier diese ganzen Videos, so eigentlich tatsächlich, weißt du, ob du es mir glaubst oder nicht, ganz viele meiner Videos gefallen mir immer noch nicht. Aber weißt du was, so what? Scheiß drauf, ich mache es trotzdem. Und ich bin der Meinung, dass ich so langsam immer besser werde, das hat sehr viel mit meinem nördlichen Mondknoten zu tun, der sich bei mir im fünften Haus befindet. Das ist das Haus des Löwen. Und genau zwischen Jungfrau und Löwe, ja, auf manchen Seiten bin ich Jungfrau, auf manchen Seiten bin ich Löwe. Ich bin der Meinung, es ist wirklich genau dazwischen. Ja. Heißt, es könnte Löwe sein und Jungfrau. Ich spüre beides sehr stark. Vor allen Dingen spüre ich aber die Löwe-Eigenschaften sehr stark. Das heißt, dass für mich die Symbolik der Löwe ganz, ganz wichtig ist, okay? Und ich quasi den Weg des Löwen gehen muss. Das bedeutet, selbstermächtigt, quasi ohne Hilfe, nur mit Gottes Hilfe quasi oder mit der Hilfe der Schöpfung, des Universums, wie auch immer du das nennen magst. Ich bin da sehr gläubig und ich vertraue da sehr. Bei mir ist es aber auch so, dass ich Themen hatte mit quasi Urvertrauen und es mir einfach wirklich nicht einfach fiel, auch ins Urvertrauen zu gehen. Es ist nicht einfach für mich gewesen und immer noch nicht. Aber es wird immer besser und ich spüre tatsächlich, je mehr ich ins Urvertrauen gehe, desto mehr passieren unglaublich tolle Dinge. Auch zum Beispiel jetzt, wo ich jetzt hier bin. Da werde ich gleich drauf eingehen. Also das ist bei mir komplett ein heftiger Switch. So, und dann habe ich angefangen mit den Videos und die waren meiner Meinung nach nicht wirklich gut, aber irgendwann wurde es dann besser und wie gesagt, immer noch rückblickend betrachtet bin ich immer noch nicht zufrieden, aber so ist das eben. Ne? Es ist quasi so ein bisschen so, kennst du das? Es gibt so einen Spruch, der besagt, und da halte ich sehr, sehr viel von, erst wirst du ignoriert, dann lachen sie dich aus und dann bist du erfolgreich und dann schauen sie auf zu dir. Ja? Also verstehe mich nicht falsch, ich mache das jetzt nicht, damit man zu mir aufschaut. Ja? Ich mache das, weil ich einfach meine,
meine Bestimmung leben möchte. Ich möchte einfach glücklich sein. Ich möchte ein glückliches, sinnvolles und erfülltes Leben praktizieren. Ich möchte das nicht nur propagieren, ich möchte es selbst vorbildlich vorleben. Ja? Und es ist ziemlich einfach, über Dinge zu reden, aber selbst wirklich Dinge zu praktizieren, ja? Das zu tun, was man sagt, das ist sehr selten, meiner Meinung nach. Leider. Also ich sehe regelmäßig Leute, die sehr viel reden, aber irgendwie nichts machen. Ne? Und das finde ich recht schade. Und ich möchte nicht zu diesen Menschen gehören, weil ich auch eine Zeit lang zu diesen Menschen gehört habe, die geredet haben, aber dann am Ende nichts gemacht haben. Wobei ich aber doch eigentlich eher der Typ gewesen bin, der sehr praktisch bin. Also mir ist die Praxis immer sehr wichtig gewesen. Naja, auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass ich mir gesagt habe, okay, der Schmerz auf der Arbeit hat mich dazu gebracht und quasi gezwungen, ich muss hier was verändern. Und habe vor 2 Jahren mit YouTube begonnen und mir gesagt, ich muss es schaffen, aus dem Hamsterrad zu gehen und jetzt diese YouTube-Videos, damit starte ich jetzt und möchte jetzt irgendwie eine Reichweite aufbauen und so viele Menschen erreichen, wie es geht, um Menschen dabei zu helfen, in ihre Kraft zu kommen, ihre Bestimmung zu verstehen. Ja, und einfach, ich habe das große Bedürfnis zu dienen, zu helfen, mit meinen Talenten, mit meinen Potenzialen anderen zur Seite zu stehen, aber nicht im aufopfernden Sinne, sondern eher wirklich, es macht mir halt auch Spaß. Ne? Bis auf die Videos, also hier jetzt auch dieses Video, was ich mache, ganz ehrlich, macht mir eigentlich keinen Spaß, wirklich nicht. Also nimm es mir bitte nicht übel, aber ich bin noch nicht so warm hier in der Videogestaltung oder in den Videos aufnehmen, dass mir das so locker fällt. Und glaubst mir das, vor jedem Dreh habe ich Lampenfieber. Ja? Das ist auch, wenn du glaubst, also viele sagen mir immer so, ja, irgendwie, das sieht bei dir so locker aus und so entspannt. Und ey, vielen Dank für die Komplimente, aber eigentlich ist das nicht locker für mich. Eigentlich ist es für mich wirklich nicht einfach gewesen, an die Öffentlichkeit zu treten mit Astrologie. Ja? Mein Umfeld ist recht akademisch aufgestellt und ja, auch spirituell und alles, ne? Aber das war für mich schon ein großer Schritt, wirklich. Ne? Also mir so die Blöße zu geben und einfach zu zeigen, ey, ich stehe komplett dahinter. Vielleicht für dich nicht, aber für mich war das ein sehr, sehr großer Schritt, das nach außen zu propagieren. Und als ich diesen Schritt gewagt habe, habe ich gemerkt, okay, das war kein gutes Gefühl, aber ich habe mir gedacht, ich muss es trotzdem durchziehen. Und ich habe es durchgezogen, ja, bis heute. Und ich werde jetzt auch nicht mehr aufhören. Also ich werde dir auf jeden Fall noch eine ganze Zeit und wahrscheinlich sehr, sehr lange hier mit auf den Sack gehen. Darauf kannst du einlassen. Also definitiv werde ich hiermit nicht mehr aufhören. Ne? Das Ding wird jetzt wirklich durchgezogen. Und genau, und habe dann irgendwann gemerkt, wow, es wird immer besser, immer besser, immer besser und habe quasi weiter, also ne, tagsüber gearbeitet als Ingenieur und abends nach Hause und weitergearbeitet und eben diese Videos released. Kannst du dir vorstellen, damit du ungefähr so ein Bild bekommst, ich habe für ein Video habe ich eine Woche gebraucht, weil es einfach nicht gut war. Ne? Und wie gesagt, ich finde es immer noch nicht so wirklich gut, ne? Aber wie gesagt, das ist, man muss den Mut aufbringen und auch Dinge tun, die nicht perfekt sind und mit der Zeit einfach besser werden. Und ich bin der Meinung, dass ich hier auch so eine Art Kurve, eine Entwicklungskurve hier hinter mir gelassen habe und ich der Meinung bin, dass es jetzt so mit der Zeit immer besser wird. Ja, ich darf halt nur nicht aufhören und Praxis ist sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, es ist noch kein Meister von Mümmel gefallen. Genau. Und dann war es eben so, dass ich irgendwann realisiert habe, alles klar, ich muss jetzt diesen Schritt gehen. Und habe dann genau, also ungefähr vor einem Jahr, so zum 1. November hin, eine Woche davor, meinen damaligen Vorgesetzten aufgesucht und um ein Gespräch gebeten und meine Kündigung ausgesprochen. Der war recht geschockt und eigentlich auch nicht so darüber amüsiert. Und hat gesagt, dass das eigentlich nicht geht, weil man mich wohl braucht. Ich habe mich da recht unentbehrlich gemacht, kann man mal so sagen. Ne? Und dann gab es wirklich einen krassen Test und dann gab es quasi das Rückangebot nach dem Motto, wir können Sie eigentlich nicht gehen lassen, das wäre nicht gut für uns. Und was halten Sie davon, wenn Sie Anteile, wir bieten Ihnen Anteile an, ja? Also so ein Teil der Geschäftsführung mitzuwerden oder Anteile. Und das ist für mich als Stiermond sehr, sehr,
wie sagt man, sehr süß gewesen, dieses Angebot, ja, weil da geht es um dicke Geschäfte, um viel Geld und wirklich große industrielle Geschäfte, ja. Weil das Unternehmen hat wirklich sehr, sehr gute Produkte gehabt, sehr innovative, gute Produkte, die man wirklich sehr, sehr gut vermarkten hätte können. Noch besser und noch globaler sich stabil aufgestellt hätte. Und da wären sehr, sehr große Geschäfte herumgekommen. Und da war es für mich wirklich, dass ich kurz am Überlegen war, das hört sich ja schon sehr attraktiv an. Hab kurz überlegt und habe dann realisiert, okay, ich werde hier gerade getestet. Das Universum testet mich gerade, das Göttliche testet mich gerade. Wie ernst, Ryan, ist es dir wirklich? Willst du das wirklich tun, die Astrologie? Ist es wirklich dein Herzenswunsch? Ich habe kurz überlegt und dann Nein gesagt. Und mein Vorgesetzter war ziemlich überrascht und meinte, wow, okay, dass sie so ein Angebot ausschlagen, hat schon was zu bedeuten. Dann werden sie erfolgreich. Und das hat mich so irgendwie motiviert, weil mein Ex-Vorgesetzter hat ein sehr, sehr gutes Gespür für Geschäfte. Und Widder, ne? Ein sehr typischer Widder auch meiner Meinung nach. Ich bin grundsätzlich jemand, der immer sehr, sehr gut mit Widder geprägten Menschen klarkommt. Und er war typisch Widder geprägt und hat dann auch ganz ehrlich gesagt, okay, wenn Sie das jetzt so durchziehen, dann werden Sie auf jeden Fall erfolgreich sein. Wenn Sie das so machen, wie Sie das hier im Unternehmen gemacht haben, dann bin ich mir sicher, dass Sie das dann schaffen werden. Hat mich natürlich auch motiviert. Nichtsdestotrotz war das ein großer Schritt für mich. Ja? Das heißt, ich bin jetzt einfach quasi ins kalte Wasser gesprungen, habe gekündigt und jetzt ist ein Jahr vergangen und deswegen bin ich jetzt auch seit einem Monat nicht mehr online gegangen und habe kein Video released, weil ich den Entschluss gefasst habe, Deutschland zu verlassen. Und habe dieses tatsächlich getan, vor einem Monat und bin jetzt hier auf Zypern in Larnaca. Das ist für mich ein sehr, sehr großer Step gewesen. Aber ich muss dir vorstellen, mit meinem Stiermond, ja, der quasi jetzt so wirklich sich ein schönes Zuhause in Deutschland, in Köln aufgebaut hat. Eine total schöne Wohnung habe ich gehabt. Und ich habe es mir echt idyllisch gemacht. Ja? Also ich glaube, das muss ich schon sagen, ich glaube, ich kann das ganz gut, ein sehr schönes, idyllisches, entspanntes, relaxtes Zuhause zu kreieren. Und das habe ich auch gemacht. Und da war es für mich wirklich nicht einfach quasi meine Wurzeln wieder rauszureißen und sagen, alles klar, wir machen hier einen dicken Strich runter und wir verlassen Deutschland. Ich kam einfach nicht mehr klar in Deutschland, weißt du, weil das Wetter hat mir nicht gefallen. Ich bin ein Sonnenmensch, ich brauche die Sonne. Ne? Wie gesagt, weil bei mir der Weg des Löwen sehr, sehr wichtig ist. Weil mein nördlicher Mondknoten und der Löwe hat den Herrscherplaneten der Sonne. Ja, das heißt, die Sonne ist sehr, sehr wichtig für mich. Die Sonne, die Temperaturen, die Herzlichkeit der Menschen, Freiheit, so eine Lockerheit. In Deutschland, meiner Meinung nach, laufen ziemlich viele Dinge nicht gut. Ob es politisch ist, gut, bei dem Wetter kann man nichts machen. Ja, das ist jetzt irgendwie immer so gewesen. Ich vermisse auf jeden Fall das Sattgrüne, ja, die Wälder und so. Ich liebe die Wälder und das Grün, das ist in Deutschland schon wunderschön. Ne? Habe ich hier auf Zypern jetzt nicht so, aber ich habe das Meer, ich habe die Palmen, ich habe vor allen Dingen die Sonne, das Licht, ich brauche das Licht. Und ich brauche die Freiheit. Und als Unternehmer in Deutschland wird es einem nicht gerade einfach gemacht, sagen wir mal so. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich bin hier draußen. Ich habe für mich ganz klar entschieden, ich bin hier draußen und habe, wie gesagt, vor einem Monat meine ganzen Sachen gepackt, meinen Container. Ich habe einen Container voll gemacht mit all meinen Sachen und habe den nach Zypern frachtiert und habe mit meinem Auto den Rest mitgenommen und habe eine ziemlich coole Route genommen. Von Deutschland bis nach Zypern mit dem Auto bin ich gefahren. Das war echt sehr, sehr cool. Und habe da noch so einen Städtetrip mitgemacht. Und ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich in dieser Zeit keine einzigen Videos released habe. Ich habe mir gedacht, so, ey, das war für mich wirklich sehr, sehr, ist es immer noch nicht ganz einfach für mich. Ne? Weil wie gesagt, mein Mond ist im Stier, Wurzeln sind mir wichtig, ein Zuhause ist mir wichtig, Sicherheit ist mir auch irgendwo wichtig. Und das ist für mich schon echt so eine abenteuerliche Nummer gewesen, ja, die ich jetzt hier durchgezogen habe. Und trotzdem, jetzt wo ich hier bin, bereue ich keine Sekunde und bin so dankbar, dass ich das hier so leben darf, ja, dass ich so meine Berufung gefunden habe, dass ich meine,
meine Leidenschaft hier zum Beruf machen konnte. Ja? Also das ist ein Riesenprivileg und ich bin so dankbar der Schöpfung gegenüber, ja, dass ich dieses Geschenk bekommen habe. Ja? Und auch sehr, sehr wichtig ist, ja, das möchte ich einfach nur mal hier kurz erwähnen, was, es gibt ganz viele Menschen da draußen, meiner Meinung nach, und ich war auch einmal einer dieser Menschen, die gesagt haben, oh, ich bin krass, ich hab's drauf, ich hab Power. Ne, zum Beispiel jetzt hier ich, dass ich sage, ey, ich bin ein krasser Astrologe, ich bin super gut und ich erzähle dir, wie Astrologie funktioniert und ich bin es einfach. I'm the one, I'm the man. Und ganz ehrlich, nein, Mann, das ist nicht die Wahrheit. Ja? Ja gut, ich bin wirklich ein sehr guter Astrologe, aber, ein ganz großes Aber, dafür kann ich eigentlich nichts. Ja, ich habe mir das angeeignet, aber es ist ein Geschenk. Ein Gottesgeschenk. Ja? Ich habe das als Geschenk bekommen und darf die Energie, die Schöpferkraft, die durch mich hindurchfließt, so benutzen, dass ich gesegnet bin mit einer sehr ausgeprägten Intuition, mit einer sehr ausgeprägten Feinfühligkeit und mit einem sehr ausgeprägten Instinkt, welcher mich dazu gebracht hat, in die Astrologie zu gehen. Ganz tief in die Astrologie zu gehen, intuitiv. Mir hat das keiner beigebracht. Ich habe mir das selber beigebracht, okay? Und die Schöpferkraft hat quasi mir sehr viele Signale gegeben. Ryan, geh da rein. Das ist deins. Mach mehr. Anfänglich habe ich mich sogar geschämt dafür. Ich sagte, ey, krass, ich mache jetzt Astrologie und habe das eigentlich eher so für mich behalten. Und als ich dann mit sehr vielen alten Bekannten kommuniziert habe, die meisten von denen waren sehr erfolgreiche Geschäftsleute und haben mich dann gefragt so, ey, du machst so mit Astrologie irgendwie, weil ich habe immer darüber geredet und die haben nicht verstanden so, ey, du investierst so viel Zeit damit, machst du damit Geld, wirft das Geld ab, kann man damit Geschäfte machen, warum machst du das? Und glaubst mir, das hat mich so ein bisschen geschämt, nach dem Motto, haben die eigentlich recht. Große Geschäfte wirft das hier nicht ab. Geld macht das eigentlich erstmal auch nicht. Ne? Jetzt so langsam macht das Geld. Ne? Aber es war einfach meine Leidenschaft. Es ist meine Liebe. Ja? Es ist meine Liebe gewesen, dass ich das machen wollte. Und jetzt so langsam ja, darf ich eben auch davon monetär partizipieren. Und das Interessante ist, die gleichen Leute kommen jetzt auf mich zu und sagen, boah geil, ich wusste das, dass es mit dir was wird und mit der Astrologie, dass es durch die Decke geht und dass es noch mehr durch die Decke gehen wird. Und es ist ganz witzig, das so zu beobachten und sich das auch anzuhören. Und warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil ich bin stolz darauf, dass ich getan habe, aber letzten Endes ist das hier ein Test, okay? Und ich bin gesegnet von der Schöpfung. Das ist, ich kann das, weil ich beschenkt worden bin und ich bin dankbar dafür. Ich habe das nicht aus dem Nichts kreiert. Und ich bin der Meinung, dass es auch nicht richtig ist, von mir zu sagen, ey, ich bin einfach krass, ich habe es einfach drauf. Ja, ich bin sehr gut darin, das stimmt, aber das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, was ich zu schätzen weiß, ja, und demütig den hier mache und sage vielen Dank. Und das Gleiche empfehle ich dir auch. Hochmut ist nicht gut. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Sehr gefährlich. Und das glaube mir, das habe ich schon einige Male in meinem Leben erlebt. Ich war hier und da schon ein paar Mal hochmütig und habe richtige Bauchplatscher gemacht. Aber so richtig. Für den Außenstehenden so irreparable Bauchplatscher, dass man gedacht hat, nee, der Ryan, der steht hier nicht mehr auf. Das war's. Game over. Der hat sich ein bisschen zu stark aus dem Fenster gelehnt und war ein bisschen zu mutig. Und davon wird er sich nicht mehr erholen. Aber ich habe mich, Gott sei Dank, wieder davon erholen können. Und bin jetzt da stärker als je zuvor. Ne? Aber nicht aus dem Nichts, sondern das ist ein Geschenk. Ich bin da sehr dankbar für, dass die Schöpfung mir diese Kraft gibt. Ja? Und mir diese Ausdauer, diese Intuition und diese Wunschkraft, ja, dass ich meine Wünsche jetzt manifestieren darf. Also, nochmal, lange Rede, kurzer Sinn. Es tut mir leid, dass ich jetzt einen Monat nichts released habe. Du siehst, und ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich eben den letzten Monat für mich auch so eine Art, ich hab auch Erholung gebraucht, weißt du, das war zu viel alles. Ich habe einfach zu heftig performt. Ich habe zu viel gemacht. Und die letzten Jahre waren für mich wirklich gefühlt nicht ohne. Ich habe sehr viel gearbeitet. Und war recht hart mit mir und hab mir einfach gesagt, ey, weißt du was, jetzt gönn dir mal was und mach dir einen Roadtrip. Ne? Du musst eh nach Zypern und genießt einfach den Trip dahin. Ne? Und dann gab es den Neumond in Skorpion. Zu dieser Zeit, ich meine, das war der 13.
war ich in Istanbul und das war heftig. Da kamen auf einmal nochmal alle plutonische Themen bei mir hoch und ich habe eine Menge plutonische Themen. Und das war, wow, ich habe gedacht so, ich habe echt Schiss bekommen und kurz gedacht so, wow. Ich habe gedacht, dass hier diese Themen schon geklärt waren und die kamen alle hoch. Und mir ist der Arsch echt auf Grundeis gegangen. Wirklich, kein Scheiß. Istanbul, der 23. Ich bin morgens aufgestanden. Ich habe gedacht, ey, was ist das? Was ist das für eine Energie? Und habe den Neumond in Skorpion gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich als Astrologe, weil ich war so im Geschehen, ich war so im Reisetrip, dass ich die astrologischen Komponenten nicht mehr so auf dem Schirm hatte. So, und dann ist mir dann klar geworden, ja klar, es ist Neumond in Skorpion. Natürlich ist das jetzt so. Und das war unglaublich überwältigend und hat mir nochmal sehr viele alte Themen hochgebracht. Sehr viele alte plutonische Themen bei mir hochgebracht und dafür gesorgt, dass ich echt Schiss bekommen habe. Ganz kurz gedacht habe, wow, was mache ich hier überhaupt? Ich habe kein Zuhause mehr. Ich bin jetzt nur noch mit Sack und Pack. Meine Sachen sind im Container. Ich habe noch nicht mal eine Bude. Ach so, im Übrigen. Ich bin jetzt hier in Zypern im Hotel, okay? Ich habe noch gar keine Bude hier, ja? Und mit einem Stiermond, ey, glaub mir, das ist keine einfache Sache, ne? Also, dass ich jetzt hier so, ich bin quasi gerade obdachlos, okay? Natürlich werde ich mir jetzt eine schöne Wohnung suchen und so, mit Gottes Hilfe und das wird alles jetzt gut werden. Aber jetzt gerade ist das eine heiklere Sache für mich, ne? Und recht abenteuerlich. Ich habe keine Wohnung hier. Also ich muss das jetzt alles organisieren und es ist eine fremde Sprache, wobei hier in Zypern reden die auch überwiegend Englisch, aber halt viele eben auch nicht. Ich bin hier im südlichen Teil Zyperns, das ist im griechischsprachigen Teil. Ich liebe sehr den nördlichen Teil, den türkischsprachigen Teil. Da ist nochmal eine andere Energie und ach, das ist auch wunderschön dort. Aber die ganze Insel ist hier wunderschön. Und das Interessante ist, dass diese Insel für mich, ich habe einen ganz persönlichen Bezug zu dieser Insel. Jetzt wirst du dich sicherlich fragen, so, ey, warte mal, warum Zypern? Wie bist du denn jetzt auf Zypern gekommen? Ja, das hat natürlich auch unternehmerische Gründe, und aber auch astrokartografisch geht mein nördlicher Mondknoten durch diese Insel. Und das ist eine super Position, eine super Location, wenn dein nördlicher Mondknoten, vor allen Dingen in meinem Alter, ich bin jetzt 43 Jahre alt, durch die Location geht, wo du jetzt lebst. Und ich lebe jetzt hier. Ja. Und ich fühle das auch. Das ist eine ganz spezielle Energie hier. Es ist eine ganz tolle Insel. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich hatte erst überlegt, Dubai und so, aber Dubai, ganz ehrlich, das ist nicht so meins. Das heißt, ich bin so auch so ein Romantiker. Ich mag es so ein bisschen oldschool. Ich mag es auch so ein bisschen abgehockt. Ich mag, wenn eine Geschichte hier ist. Ja, wenn es alte Gebäude gibt und Dubai ist irgendwie, ah, da ist mir zu viel Bling Bling. Ne? Also nicht falsch verstehen, Dubai ist bestimmt auch cool, aber ach, es ist nicht meins. Dubai ist einfach nicht meins. Ich werde bestimmt auch mal dahin gehen, vielleicht auch ein paar Mal. Ich habe viele Freunde in Dubai, die dort leben und die werde ich dann auch besuchen. Aber dort leben, nee, das ist nicht meins. Ne? Ich brauche irgendwie dieses Oldschool. Ne? Ich habe, wie gesagt, auch durch den Stiermond recht romantische Tendenzen. Und ich brauche auch Ruhe und hier ist sehr viel Ruhe. Ich habe hier, wenn ich möchte, sehr, sehr viel Ruhe und ich brauche diese Ruhe. Ich brauche auch diese Me-Time, dieses Alleine sein dürfen, um beim Wasser zu sein. Das Wasser ist unglaublich magisch und du wirst auf jeden Fall jetzt regelmäßig wieder von mir Videos zu sehen bekommen. Nochmals sorry dafür, dass ich jetzt einen Monat kein Video released habe. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Aber jetzt werden wieder die Videos kommen. Ich werde mit den Transiten fortfahren. Ich werde mit der Chiron-Reihe fortfahren. Also wenn du geglaubt hast, der Ryan, der ist jetzt von der Bildfläche verschwunden und er kommt nicht mehr wieder, hast du dich verschätzt, definitiv. Mich wirst du hier nicht mehr los. Ich bleibe hier und habe auf jeden Fall noch Großes vor. Ich möchte jetzt aber nicht sagen, was ich vorhabe, weil ich bin kein großer Freund davon, dass ich viel Blabla und quatsche und am Ende kommt da nichts mehr rum. Ich werde dich informieren, wenn das, was ich vorhabe, dann wirklich praktiziert wurde und ich wirklich Materie gemacht habe, okay? Und ich wirklich die Projekte zu Ende gebracht habe und releasen darf, dass ich dir die Veröffentlichungen anbieten darf. Auf jeden Fall kannst du eines wissen, es hat sehr viel mit Astrologie zu tun, ja? Das, was ich vorhabe. Meine zukünftigen Projekte haben alle mit Astrologie zu tun. Und ich hoffe, du bleibst dran. Ich danke dir nochmal herzlichst für deine Unterstützung. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Unterstützung mit deinen Daumen nach oben, mit deinen Kommentaren.
dafür, dass du auch für dich verstanden hast, wie wertvoll die Astrologie ist, dass du die Leidenschaft mit mir teilst, also auf die Astrologie bezogen, dass du verstehst, wie wertvoll die Astrologie ist und du mir dabei hilfst, diese Thematik zu verbreiten und so viele Menschen darauf anzusprechen, wie es geht, aber natürlich nicht so missionarisch und irgendwie anstrengend, sondern so vorbildlich, einfach vorleben und eher so erfolgreich durchs Leben zu schreiten, vorbildlich, dass dann Menschen von alleine auf dich zukommen und dich fragen, ey, sag mal, was machst du überhaupt und wie bewerkstelligst du überhaupt so deinen Alltag und wie schaffst du es einfach irgendwie, das alles hinzubekommen, was du hinbekommst und dass du vielleicht dann die Astrologie in den Raum wirfst und denkst, ey, die Astrologie, die hat mir hier sehr, sehr stark unter die Arme gegriffen, ja. Okay, also vielen Dank. Du wirst auf jeden Fall jetzt wieder von mir Videos zu sehen bekommen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und ich werde bald auch wieder nochmal einen Real Talk machen und nochmal heftiger aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe dir jetzt hier nur gesagt, was so in meinem letzten Jahr passiert ist. Aber ich habe ja noch ein Leben vor der Astrologie gehabt, was sehr, sehr... ja, sagen wir mal, recht unkonventionell, à la Wassermann unkonventionell gewesen ist. Und da werde ich auf jeden Fall bald auch mal was zu sagen. Wenn dich das interessieren sollte, wo der Rajan wirklich herkommt, ja, wie das Leben des Rajans gewesen ist, meine Geschichte, dann lass es mich wissen in den Kommentaren mit einem Daumen nach oben oder dass du mir sagst, ja, dich interessiert das, wäre ich sehr gespannt, ob euch das interessiert, dass ich wirklich mal erzähle, was es mit meinem Leben allgemein auf sich hat. Ja? Weil wenn euch das nicht interessiert, will ich euch auch nicht so stark damit behelligen und euch damit zutexten. Okay? In diesem Sinne, nur das Beste für euch und für dich. Und du darfst dich freuen, es kommen jetzt auf jeden Fall wieder Videos. Also, bis zum nächsten Mal.